kommen wir zu einem der letzteren Levels, also zu einem mit sehr schwer, glaube ich. Ja, Schwierigkeit sehr schwer. Wir brauchen 8 Minuten, 8000 Punkte. Rausgeschmissen heißt das Level Nummer 11. Was machen die denn? Tauschen die Platz? Okay. Machen wir da mal ein bisschen Unheil in der Küche. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Weil die will schon wieder am Arbeitsplatz zurück. Ah, lauter Workaholics. Ich glaube, an dem Level brauche ich echt jede Punkte, die ich kriegen kann. Hoffentlich steht der jetzt nicht auf. Nein! Wie unverschämt. Oh Gott, oh Gott, jetzt gehen sie alle aufs Klo. Da kann ich ja niemanden einsperren, dann toll auf die Toilette. Oh. Nein, ich wollte jemanden anrufen, scheiße. Ich kann niemanden mehr anrufen. Sieht ihr das? Muss da. Naja. Okay, geht wieder allein auf Toilette. Das passt, also das Zimmerling da oben ist hart, weil die ganze Zeit der Chef drin steht und da rundherum blickt. Möchtest du nicht arbeiten? Oh Gott, voll riskant. Du kannst genau im Glück wieder gucken. Wieso mag der nicht arbeiten? Und sie auch nicht. Vielleicht wollten die vorher was ausdrucken. Boah, von hier wird's gehen. Oh, knapp, 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 knapp.
dann schalte ich ihn gleich noch aus. Dann mache ich hier mal alles gleich. So. Immer diese kleine Herzinfarkt, ey. Ah, ich habe Seife, sehr gut. Nein, da kommt er schon wieder. Mist. Hätte ich es lassen sollen. Aber weiß man das vorher. Dum, dum. Doch, manchmal kennt man die Melodien schon ein bisschen, also die Töne. Hat man irgendwie eingeprägt, wenn sie mal öfter kommen. Danke für 25 Punkte. Das Telefon regt mich auf. Hätte ich noch ganz viele Punkte machen können. Und ich habe es einfach zugeklebt, ich Vollidiot. Der weiß jetzt auch nichts zu tun, oder? Jetzt, wo er eingesperrt war. Mist. Ich brauche echt jede einzelne Punkte. Voll, wollt ihr jetzt beide nochmal arbeiten? Ihr seid voll doof. Du, jetzt steht ihr da im Weg rum. Nimm mal 4 Punkte, okay. Wow, ich hab's geschafft. Okay. Klasse. Dann machen wir gleich den nächsten Level. Level 12. Klaustrophobia. Da brauche ich 6000 Punkte in 6 Minuten. Gut, das schaffe ich. Oh, und ich werde sofort erwischt. War ja klar. Dann mache ich eben seinen Arbeitsplatz ein bisschen. Durcheinander. War das überhaupt seiner? War der überhaupt besetzt? So. Ach, hier ist gar keine Küche, gell? Nur der Automat, den ich gerade unten gesehen habe, gell?
Oh, bitte komm nicht wieder zurück. Der wird sich eher denken, zweimal gleich erwischt, was für ein Idiot ich bin. Ah, sehr gut. So, und dann macht das jetzt alles mal zur Überbrückung. Yay, auch noch die Toilette mit dem besonderen Etwas. Mist. Kann von rückwärts an den PC formatieren. Die regt sich aber komisch auf da unten. Oh, Link. Hallo. So. Das nächste Mal wird es ein bisschen kritisch, man merken. Auch ein scheiß Platz. Schaut mal, die Wand. Fenster gibt es sowieso nicht in den ganzen Büros, also. Das ist blöd, das kann ich da in den Toiletten nichts mehr machen, weil die das jetzt dauernd sieht, weil die sich da dauernd beschwert.
Ja, ich brauche mal ein paar Punkte, Leute. Bewegt euch mal. Aber im Drucker schon wieder gemacht habe. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich alle was drucken, aber geht nicht, hä? Oh, da haben wir es schon. 6000, stimmt. Machen wir gleich dann zu noch den nächsten Level. 11.000 Punkte in 10 Minuten. Zornige Lämmer. Oh, eine Küche, perfekt. Oh nein. Ach gut, der will zum anderen. Boah, die 1000 Punkte, das wäre jetzt mega. Natürlich muss der jetzt da durch. Ja, ich habe nur ein Gefäß zum Pinkeln gesucht. Und das Tiefklo, das war soweit. Sollte ich es nochmal probieren? Ja. 1000 Punkte sind es immer wert. Nein! Gott. War das knapp. So, und den hau ich jetzt gleich um. Bam. So, jetzt habe ich hier alles gemacht schon mal. Perfekt. Jetzt folgen wir mal auf die Toilette. Na, roter Henkel. Perfekt. Wie das ist immer gleich wissen, gell? Wenn der da unten schon mal weg ist. Boah. Hat er mich jetzt erwischt. Oh. Da ist die Maus zu weit rüber. Kommt davon, wenn man Silikonspray aufs Mauspad tut. Nur falls hier jemand arbeitet und der ist gerade nicht da. Setze ich mal kurz die Verlangsamungspille an. Das ist ja praktisch, weil dann kann ich dieses Material gleich nehmen. Und faxen. An die Konkurrenten.
Ach, das wäre noch gut gewesen, ja. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Oh oh, ah ja gut, da geht's wieder raus. Mal ein bisschen Chef beobachten, was der so macht. So, schnell rein und alles zerstören. Ich glaube, diese sind ihm sehr wichtig. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil der Feind da, da kommen wir schon wieder. Ah, der steht ihm wahrscheinlich genauso, dass ich jetzt da nicht die Kondome präparieren kann. Ein neues Opfer. Schneller! Mist, schaffe ich nicht mehr mit Toilettenzustand. Also so schwer war dieses Level dann doch nicht.